Hi Leute, willkommen zurück zu Samkat und zu Isle of Asarion. Weiter geht's. Ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben, haben uns so ein bisschen erkundet, die ganze Gegend so ein bisschen. Wir haben kennengelernt mit den Kristallen und sowas, wir haben kennengelernt mit den Fertigkeiten und wir haben uns auch kennengelernt mit diesem Schattenbug. Hat sich leider noch nichts geändert, hat sich leider noch nichts getan. Und ja, wir gucken trotzdem einfach weiter, müssen ein bisschen durch. Ich werde den jetzt trotzdem wieder ausmachen, weil es tut mir echt in den Augen weh. Ich denke mal, so auf Medium reicht vollkommen. Wir machen das hier auch wieder anders, so, zack. Und naja, es ist, man erkennt zumindest, was man hier machen muss, aber es ist halt viel mit Schatten hier gemacht worden. Das ist vielleicht nicht immer so gut. Ne? Was ist hier? Okay, hier ist, keine Ahnung, oha. Alles klar, festgehangen. Drücken Sie, um zu gleiten. Welcome Travelers looking for a swift journey. Achso, okay. Der ist wie so eine Art Luftschiff. Für 100 Gold bringt er mich wohl irgendwo hin. Okay. Ich kann irgendwie gleiten. Hui. Aha. Warum sagt mir das keiner? Hui. Gleiten. Yeah. Oh, cool. Ich kann fliegen. Yay, yeah, ich kann fliegen. Q und E, Y. Cool. Das ist sehr cool. Okay, so. Gespräch beenden. Ja, die möchte irgendwas haben. Was willst du denn? Nix. Okay. So, die hat eine Quest für mich, aber... Ja, die will 1000 Gold von mir haben. Okay, wie viel habe ich denn? Ich habe genau 1000 Gold. Okay, na dann. Hier, bitte... 1000 Gold. Und jetzt? Jetzt hat ihm mein Geld geschluckt, aber... Oh, Berufe gibt es auch auf O, okay. Phlemologie, Dämonologie, Ozeanologie, Basteln, Kräuterkenner, Holzfäller, Bergbau, okay. Ja, wie geht es weiter? Hä? Alter, was ist das? Was ist das? Ich glaube, die hat mich irgendwie festgebackt. Ich bin gerade im Dialog irgendwie gefangen. Keine Ahnung. Ich speichere das mal und dann gehe ich nochmal zurück. Mache nochmal ein Login. Also, ich weiß nicht. So komisch. So ganz hebt es mich immer noch nicht ab. Oder eigentlich hebt es mich gerade gar nicht ab. Ja, also... Aber hier ist das Bild, so soll es wohl grafisch aussehen. Okay, ohne die Schattensettings sieht es auch so aus. So, wir spielen es einfach mal kurz weiter, mal gucken. Welt betreten. Hat er... Ich hoffe, er hat es auch gespeichert. Ah. Kann hier wechseln, wenn ich hier drauf drücke. Okay, so, ich hoffe, ich bin jetzt aus dem Bug raus. Nicht, dass ich da gefangen bin. Das wäre natürlich schon blöd, ne? Ich finde, guck mal, gerade am Anfang weiß ich nicht, ob sowas passieren darf. Ich meine, es ist noch eine Beta, das ist richtig. Aber so kleine technische Fehler, finde ich, sind okay. Aber, ich weiß nicht. Aber das kann man vielleicht in der Alpha erwarten, aber in der Beta nicht mehr so. In der Beta geht es eher so ums Feintuning. Ja. Keine Ahnung, sieht das auch alles wieder zu komisch aus, ne? So dunkel auf einmal. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also so mit den Einstellungen. Komisch. Naja, okay. So, was muss ich jetzt mal? Heiler. Ach, die heilt mich einfach. Ach so, für 1000 Gold heilt die mich. Jetzt habe ich natürlich mein ganzes Geld verballert. Oh, ich habe aber hier auch Punkte, sehe ich gerade. Jeder Punkt erhöht die Kraft um 1 und die kritische Kraft um 2 und die Leistung zusätzlich um 2%. Okay. Leistung, was ist Leistung? Bestimmt den Schaden. Ah, okay. Wahrscheinlich Angriff. Zauberkraft, kritische Rate, kritische Kraft.
Blockierung, Bewegung. Also, ich würde schon gern ein Tank werden. So, machen wir hier ein Leben. Zack. Und was ist das hier? Geschicklichkeit. Bewegungsgeschwindigkeit, Weisheit, Mana, Intelligenz, Zauberkraft, Beweglichkeit, magische Verteidigung. Ich denke mal so, wenn ich so ein Tank sein möchte, ist das hier nicht schlecht. So, die zwei Werte, genau. Verteidigung erhöht sich dann dadurch. Okay. So. Oh, was machst du hier? Du bist neu. Okay, nichts Besonderes. Ja, und Jagd beginnt. Okay, was soll ich machen? Tiefenscherbe. Finde die Kristallspitze, der sich dort befindet. Na denn. Oh, wo muss ich hin? Ach, da unten. Okay. Ah, und deswegen sollte ich auch die Kleider machen. Ah, okay, verstehe. So. Na denn. Kleiden wir mal in die schöne Welt hier raus. Natürlich sehr riesig alles, ne? Okay, Wasserfall. Oh. Questname, Quest abgeschlossen. Wie? Quest abgeschlossen. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hä? Sammle Geisterblätter? Wie jetzt? Was soll ich tun? Kann ich nicht schneller fallen? Doch. Zack. Und jetzt bin ich hier unten. Und jetzt? Was ist jetzt hier los? Okay. Das ist auch wieder alles so dunkel, ne? Also, weiß nicht. Ah, hier unten sieht es aber ein bisschen angenehmer aus. Okay. Oh, Skelettkrieger, was willst du von mir? Okay, ist auch wieder alles so laut. Das ist. Junge, immer muss man alles 5000 Mal einstellen hier. So, jetzt. Oh, ein Magier. Zack. Jetzt wird es wieder auf einmal so hell. Also, er muss wohl noch ein bisschen nachbearbeiten, alles so. Noch nicht ganz so. Okay. Nur Spell Skelett beschwören. Oh, cool. Fliegen hier Kettensägen rum oder was? Tatsächlich, hier fliegen echt Kettensägen rum. Junge. Was passiert? Okay. Aber ich habe neuen Zauber. Oha. Der macht das also. So, habe ich es denn jetzt? Sind jetzt alle erledigt oder? Nee, oh, die tauchen ja einfach so auf. Was ist das denn? Warum tauchen die einfach so auf? Junge, Elfen? Sie sehen ja süß aus. Die tauchen tatsächlich einfach auf, ne? Krass. Fliegen irgendwelche Segen durch mich rum? Keine Ahnung. Was ist das? Bin gleich tot. Ja, also. Hä? Jetzt kommen wir Tutorials. Du, was? Wenn du stirbst, verlierst du 20% des aktuellen Goldes und wirst zum nächsten Mal wie Spawn-Kristall teleportiert. Der Bereich, in dem du gestorben hast, der Bereich, in dem sie gestorben sind, wird durch eine orangefarbene Lichtsäule markiert. Wenn sie an den Ort zurückkehren, an dem sie gestorben sind, können sie den Großteil des verlorenen Goldes zurückerhalten. Aha. Okay. So, was ist hier? Eine Axt. Stone Schwert of Enduring. Was auch immer das bedeutet. Oder eine Axt. Aber guck mal, es ist noch kein Wert eingetragen, nichts. Guck dir das an hier, das ist. Darf ich mir jetzt aus dem Finger ziehen hier, was es kann? Hier steht Leistung 39, 33, Zauberkraft 20. Ich glaube, die Axt ist besser. Kann ich eigentlich auch. Ah, ich kann leider nicht zweihand nehmen.
Healing Flame summons an angelic rune that follows you. Every time you do melee damage, the rune heals you. Das klingt doch gut. Okay. Also die haben alle dieselbe Angriffssequenz, okay. So, was willst du jetzt hier? Stadtportal. Dies ist ein Zeitkristall. Wenn sie sterben, erscheinen sie an der Stelle wieder, die ihren Todesort am nächsten liegt. Interagiere mit dem Kristall, den du die F-Taste drückst, um den Zauber Stadtportal zu lernen. Dieser Zauber beschwört einen Kristall, der sie von ihrem Aktenstand zum Standkristall und wieder zurück teleportieren kann. Mhm. Okay. Cool. So, ich habe neue Zauber kennengelernt. Was ist das hier? Kristallresonator. Wichtiger Zauber. Wird verwendet, um Kristallscherben auf der ganzen Welt zu finden. Findet auch alle Fallen, Schätze und eine Vielzahl anderer Dinge. Hm. Okay, was ist das? Stadtportal, okay. Ich muss hier also, ich muss die Fertigkeiten hier reinlegen, okay. Sonst wird das nix. Kettenblitz und dämonisch. Dämonisch ist das Skelett. Das ist doch gut. Skelett ist immer gut, wenn man das beschwören kann. Bleibt das denn für immer? Kann ich bestimmt auch Skelett drauf machen, oder? Nee. Oh, jetzt habe ich natürlich selber zerstört. Interessant. Das Skelett mir gerade Gold gebracht? Warte mal, 5? Bin ich gespannt. Kann ich das selber zerstören? Ah, bringt aber keine EP, okay. Hat gerade irgendwas mit Geld gebracht, okay. Na gut. Gespräch beenden, okay, also hier sind auch NPCs, das, Docks Stadt ist hier da, habe ich auch eine Karte, eine Weltkarte, nee, das ist nur M, ah, hier N, oha, was ist das für eine komische Karte, du bist da, okay, also hier ist noch einiges an Arbeit, muss ich sagen, so, hat die wenigstens eine neue Quest für mich, oder, nee. So, neue Quest habe ich auch nicht. Ich sollte hier irgendwas machen und ich steige hier echt nicht durch. Also ich bin hier bestimmt jetzt, ja, die ganze Zeit nur am Rumrätseln, wo ich hin muss, was ich machen muss. Es wäre schön, so einen kleinen Leitfaden zu haben, so, keine Ahnung. Weiß nicht, und am meisten stört mir auch dieses helle Licht hier. Das ist so ekelhaft. Weiß ich nicht. Richtig ekelhaft. So, ich weiß auch echt nicht, was das hier soll mit dieser Welt. Wo einfach alle wiederkommen. Wo einfach kein Ende ist. Ja, und ich noch nicht mal weiß, wo ich hin muss. So wirklich so. Warte mal, End. Mal gucken. Der sucht ja wohl irgendwo die Kristalle jetzt. Aber passiert wohl nichts. Ne. Wobei, also Nebel, dadurch entstehen die Monster, das habe ich schon mitbekommen. Okay, so. EP bekomme ich. Zack. Bin schon Level 6. Das habe ich auch schon verstanden. Aber das irgendwie mit den Fertigkeiten. Ich soll wohl Fertigkeiten. Oh, hier, guck mal, wenn ich einmal jemand angreife, ist eigentlich niemand da. Und dann auf einmal kommen sie alle. Boah, noch ein größerer hier. Ach du Scheiße. Holznova, habe ich gerade gelernt, okay. Boah, ey, du hast keine Ausruhmöglichkeit. Hier ist wirklich nur komplett Hack and Slay. Okay. Viel mit Zauber gearbeitet. Okay. Einfach mal Bäume entholzt hier.
hier? Liegt hier irgendwie die Büsche drinne? Wobei ja. So, bin ich jetzt hier safe oder? Nee, die kommen hier einfach so. Das ist schon Level 10. Okay. Einfach so. Tschüssi. Okay. So, jetzt beschwöre ich ja auch mal ein Skelett. Genau. Also, das Gute ist, mit Zaubern kriegst du die hier gut platt. Das Doofe ist, dass ich auch mein Skelett damit platt mache. Also. Okay, und ich weiß absolut immer noch nicht, wo ich hin muss. Oh, kriege ich gleich so einen Küras, okay. Sieht man das? Nee, sieht man natürlich nicht. Oh, ein Bogen. Ist das ein Bogen? Jawohl. Bogen ist natürlich auch cool. Einen Ring habe ich schon bekommen. Hammer. Aber alles haben dieselbe Attacke. Okay, Bogen ist natürlich auch cool. Schön, dass sie das mit reingebracht haben. Ich glaube, das ist immer noch am besten hier. Da. Wo der Bogen eine sehr gute kritische Trefferrate hat. Hm. Ja, probieren wir mal. Wie viel Leben haben die denn, ey? Krass. Das ist ein unsichtbarer Krieger. Junge. Juhu, Wirbel. Also die Kombination mit den ganzen Zaubern ist eine nette Sache. Ja, muss man so ein bisschen kombinieren. Das ist schon cool gemacht. Aber nicht so ein bisschen gefährlich, dass die hier einfach so auftauchen und du weißt auch gar nicht, wohin. Los, Skelett, mach ich mal fertig hier. Bäm. Im Endeffekt kannst du eigentlich nur stehen bleiben und warten, bis der nächste Mob kommt und dann einfach. Ja. Es verwirrt mich auch hier alles so ein bisschen. Es sieht doch alles irgendwie so gleich aus, farblich gesehen, ein bisschen stumpf. Ja, und es tut echt in den Augen weh, das hier anzugucken. Und ja, keine Ahnung. Ich mach mal wieder das aus. Das ist echt ekelhaft. Mit diesen blöden Schatten. Das ist grauenhaft. So, kann ich hier irgendwas abhacken? Ich dachte gerade, das wäre ein Feind, aber... Ist ja mein Beschützer. So, ist hier irgendwas drin? Man kann ja auch nichts abernten, das ist es ja. Man erntet zum Beispiel nicht Metall oder irgendwie einen Stein ab oder so. Es ist eigentlich nur so, ja... Ja doch, man kriegt Skill, okay. Wird ihr gleich beschossen? Junge, lass mich in Ruhe. Was ist das hier? Holz? Okay. Oh, jetzt kommen diese Sägen-Dinger schon wieder. Ja, friss mein Steinball. Uff.
Also, es hat ja viel mit Magie zu tun. Denn Magie ist irgendwie das, was den so am meisten verletzt. Und da hinten ist was. Was ist das? Ja, hier kommen einfach überall irgendwelche Viecher. Keine Ahnung. Möchte mal das Geisterblatt ernten. Kräuterkenner. Boah. Das. Bum, 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 bum. Okay, Gemstone. Okay, Blüte. Man sieht ja auch noch nicht mal die Werte oder sowas, ne? Keine Okay. Ja, man muss auch aufpassen, was man hier. Man kann ja echt alles sagen. Oh, was ist das? Lol. Und tot. Ja, deswegen, hier kommen von überall irgendwelche Dinger rangeflogen. Also, weiß ich nicht. Oh, jetzt bin ich auch ganz woanders. Hier ist irgendwie so ein anderer Kristall. Binde dich an diesen Kristall. Ich weiß nicht, wo ich bin. Kristallchor, muss ich irgendwie noch finden, keine Ahnung. Machen wir die Fertigkeit, dass ich irgendwas finde. Oh, da ist was. Sammle Geisterblatt muss ich jetzt machen. Aha. An die andere Seite, okay. Das mit dem Fliegen, das finde ich eine coole, cooles Future. Das ist ganz interessant auf jeden Fall. Oh, was ist hier? Was ist denn hier passiert? Scheint wohl irgendwo ein Lager zu sein. Okay. Ja, ich muss jetzt hier irgendwie durch, ne? Deshalb werde ich jetzt hier einfach mal ein bisschen graben. Was bufft denn hier so? Muss da durch. Was knallte die ganze Zeit? Ich werde jetzt einfach hier durchgraben. In der Hoffnung, dass ich da irgendwo rauskomme. Ich hätte lieber einen Zwerg nehmen sollen. Ich glaube, der Zwerg hätte besser gepasst. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go. Ja, schlag doch zu. Wir müssen hier irgendwie raus. Ah, ich komme. So langsam aber sicher komme ich mein Ziel näher. Ich habe Angst, dass ich jetzt so weit nach unten grabe, dass ich irgendwo durchfalle. Das wäre es ja noch. Mal einfach durchgraben. Also dieses Future mit diesen Terraforming und sowas fand ich damals bei Red Faction schon geil. Also wer das noch kennt, die Red Faction 2, da konntest du auch so Tunnel graben. Und hattest du wie gesagt auch so eine offene Welt mit Voxel basiert. Also es war schon cool. Jetzt sollte ich ja rauskommen. Yes, da bin ich draußen. Oh, Tunnel gegraben. Cool. So. Guck mal, soll ich hier irgendwas sammeln? Hier sind wieder Gegner. Ich komme ja gar nicht dazu, das Ei zu sammeln. Spürt mein Zorn. Alle tot, alle tot. Aber jetzt sammeln wir das da mal ein. Zack.
Junge, was willst du denn von mir? Was ist das denn? Ach, der schießt da oben. Boah, jetzt tue ich hier mein Skelett beschwören, was die ganze Zeit hier reingeht. Oh, ich kann sogar mehrere Skelette beschwören, das ist ja cool. Machen die da? Wen greifen die denn an? Okay. Gehen die denn hin? Ihr sollt mich beschützen. Okay. Manchmal klappt's, manchmal kann ich mehrere beschwören, manchmal nicht. Und zu verlassen, okay. Boah, kriege ich den Schaden? Los, greift ihn an. Jetzt habe ich 4. Okay, also ich kann ja wirklich viel holen. So. Wie viel kann ich denn ernten? Das war's? Nee. Brauche noch mehr. Brauche noch mehr von diesem Zeug. So, wo gibt's das denn? Wollen wir natürlich erstmal wieder finden, ne? Lass mich in Ruhe. Okay, scheint wohl ja nicht mehr so ein Zeug zu geben. Hier gibt es nur eine Pflanze pro Gebiet. Hier liegt noch Loot für mich. Okay, Gold. Ja, Gold machen wir doch schon. Geht eigentlich. Roteisen, keine Ahnung, was das sein soll. Na, 4. Na, schieß doch. So. Boah. Also ich kann wirklich echt viel kaputt machen, ne? Wahnsinn. Okay. Also man kann schon einiges zerstören hier. Einmal mit einer Spitzhacke abgeerntetes Zeug. Bam. Bam. Alles klar. Riesenloch hier drinne. So. Es ist echt gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Richtig gewöhnungsbedürftig. Oh, jetzt bin ich. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, spürt mein Zorn. Yippie. Also das coolste Future ist jetzt, glaube ich, das mit den. Also das es ist ein gutes Future, dass man hier so terraformen kann. Das finde ich cool. Man sollte es aber auch nicht überall können. Also ich finde, man sollte das irgendwie nur zum Bauen oder sowas benutzen können. Ja, das Terraforming. Ich weiß ja nicht, was man damit noch vorhat hier in diesem Spiel. Ob das vielleicht so wie so eine Art Parkourlauf denn sein soll oder ob man dann irgendwas Bestimmtes finden soll oder was weiß ich. Aber wenn es nur ums reine Terraforming geht, würde ich hier auf das globale Terraforming echt verzichten. Ich will wirklich nur Zonen errichten, wo das auch wirklich notwendig ist, weil sonst wird es, glaube ich, zu viel. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit Bauen, ob man überall bauen kann. Oder nur in bestimmten Gebieten und. Sind halt noch einige Fragen offen, ne? Also, mal gucken. So, dann, das Problem ist hier mit den, oder das nächste Future, was ich cool finde, ist das mit den Kleider auf jeden Fall. Das hat was, dass man einfach unbegrenzt fliegen kann, ja.
Das ist schon cool gemacht. Hat auf jeden Fall irgendwas. Ja. Oh, was ist hier? Hallo. Wer bist du? Prismatisches Rotreisen, okay. Was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Finden Sie etwas Prismatik-Rotheron? Prismatisches Roteisen, okay, ja. Wenn ich wüsste, wie das aussieht, dann könnte ich dir das geben. Also, wir haben noch eine Pflanze. Die ich einsammeln muss. Geisterblatt. Okay. Auch wieder viel sammeln. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist hier so, dass es kaum erklärt wird, was man machen muss. So. Also, ne, ich finde da keinen roten Faden bei diesem Spiel momentan. Man wird reingeworfen und erkunde einfach, was du willst und ja, mach, was du willst. Und da fehlt so ein bisschen die Story. Ich finde, das gehört schon, wenn man so ein MMO oder RPG machen möchte, gehört eine Story schon von Anfang an dazu. Finde ich jetzt also, ne? So. Ich würde jetzt nicht einfach so die Leute einfach reinschmeißen in so ein Grafikwunder, sage ich jetzt mal. Gut, Grafikwunder ist jetzt auch nicht. Es ist halt alles grün, es wirkt so alles so ein bisschen einfarbig. Weiß ich nicht. Ist das hier dieses Rotmetall? Ja, ich habe keine Ahnung. Deswegen, es ist so. Weiß ich nicht. Man hätte es noch ein bisschen besser umsetzen können, finde ich. Ah, hier, das kann ich zum Beispiel nicht kaputt machen. Kann es zwar skillen, aber ich kann es nicht kaputt machen. Okay. Das ist ja doch einfach. Boah, die werden ja immer größer. Ah, es ist, wie gesagt, hier fehlt noch einiges, was man noch so zu beachten hat. Und dafür, dass es eine Beta ist, finde ich es ein bisschen zu schwach. Also in der heutigen Zeit Betas, die sollten schon, wie gesagt, Betas sollten eigentlich schon so zum Feintuning sein. Und das hier sehe ich immer noch so ein bisschen so späteren Early. Ne? Also späteren Alpha-Prozess finde ich das Spiel jetzt hier gerade. Es ist zwar schon einiges da, aber. Weiß ich nicht. Guck an, was ist das denn? Oha. Oh, war ja. Uff. Und es werden auch immer mehr Gegner. Das ist es ja. Es werden einfach immer mehr Gegner. Du siehst bald überhaupt nichts mehr durch. Es ist nur noch ein richtiges Gemetzel hier so. Und man drückt einfach nur noch irgendwelche Buttons, ja, ohne dass, ja. Das hört ja auch nicht auf, die kommen ja auch immer wieder. Deswegen, also. Man macht hier eigentlich immer nur dasselbe. So, man bleibt, geht hier runter. Und sammelt einfach. So, ach, das sind bestimmt die roten Dinger hier. Na. Aber es lässt sich ja auch nichts abbauen, so. Weiß ich nicht. So, und naja. Habe ich jetzt irgendwas davon gekriegt? Ne, ich habe nur irgendwelche Hosen gekriegt, irgendwelche Umhänge und ja, so. Weiß ich nicht. Man legt es nur einfach irgendwie an. Bin ich gerade mit Zauberstab unterwegs hier. Und ihr seht ja schon, es wird ja immer mehr, ne? Und, naja. Okay. Gut. Ich denke mal so für die zweite Runde. Okay, haben wir schon wieder einiges bisschen mehr gelernt aus dem Spiel. Wir speichern jetzt mal.
So ganz überrascht hat es mich jetzt nicht. Also, was heißt überrascht? Also, so ein bisschen abgehoben hat es mich nicht. Also, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat oder so, oder ihr mehr davon sehen wollt, hinterlasst einen Kommentar, like das Video, gibt es ein Abo, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr mehr andere Spiele sehen wollt, wenn ihr bessere Spiele sehen wollt. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Peace.